BWR1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt. Herzlich willkommen. Zum umstrittenen NBW-Deal der CDU-FDP-Vorgängerregierung wird es laut Grünen-Fraktionschefin Sitzmann voraussichtlich einen Untersuchungsausschuss des Landtags geben. Sitzmann rechnet bei der Einsetzung nach eigenen Worten auch mit Zustimmung von Seiten der CDU. Bei einem Feuer in einem leerstehenden Gebäude der Uni Hohenheim sind heute Mittag 5 Menschen verletzt worden, zum Teil auch schwer. Laut Polizei Stuttgart wurden 2 Arbeiter mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus eingeliefert. Brandursache und Schadenssumme seien noch unklar. Der ehemalige Bundeswirtschaftsminister Helmut Hausmann, FDP, sieht in der Vereinbarung der EU-Staaten zur Überwindung der Schuldenkrise vom vergangenen Freitag einen wichtigen Schritt zur Stabilisierung des Euro. Hausmann forderte aber gegenüber BWR1 weitere Schritte zur Kontrolle der Finanzmärkte. Herr Hausmann, am Freitag großer Euro-Gipfel in Brüssel. Es wurde eine nationale Schuldenbremse im Grunde genommen beschlossen. Der Rettungsschirm wird ein bisschen vorgezogen. Viele sehen darin den ersten Schritt zur Stabilitätsunion. War das ein historischer Gipfel? Wie bewerten Sie die Ergebnisse dieses Gipfels? Also ich bewerte es positiv. Die Märkte warten natürlich ab. Das sieht man auch zur Zeit. Das muss umgesetzt werden. Neue Finanzinstrumente mit der EZB zu erfinden, sondern an die Wurzel zu gehen. Schuldenbremse Richtung Fiskalstabilitätsunion. Also das bewerte ich schon sehr, sehr positiv. Also es gab natürlich auch Kritik. Ein paar Leute haben gesagt, man hat sozusagen eine zukünftige Sache jetzt festgezurrt. Aber wir haben ganz aktuell sozusagen die Krise mit den Märkten. Ist es nur der Weg in die Zukunft? Und was muss bis dahin passieren, dass das Ganze Funktion entwickelt? Also ich glaube, es ist was nachgeholt worden. Wir hatten ja damals die Chance, und die haben wir auch genutzt, Kohl, Weigel, meine Wenigkeit, den Euro einzuführen. Und der hat eine Eigendynamik in der Integration. Was natürlich damals gefehlt hat oder nicht zu machen war, war mehr politische Zusammenarbeit, mehr Wirtschaftsregierung. Das wird jetzt nachgeholt. Jetzt hat man immer wieder gehört, dass also gerade dieser Politikergeneration auch vorgeworfen worden ist. Man hat damals bei der Einführung des Euro, hätte man wesentlich mehr machen müssen. Wie sehen Sie das? War das realistisch damals? Damals hat man nur die Wahl, entweder voranzugehen mit dem Euro, was damals auch wichtig war aus nationaler Sicht. Sie erinnern sich, Wiedervereinigung, überbewertete D-Mark, riesige Exportüberschüsse. Also insofern war das auch nicht jetzt ein Geschenk an andere, sondern das war im deutschen Interesse. Aber was damals nicht gelang, und das lag nicht an uns, sondern das lag eigentlich mehr am Parlament, an den anderen Politikformen, dass sie sagt, naja, jetzt fangen wir mal mit dem Euro an und dann schauen wir mal. Es ist auch 10 Jahre gut gegangen, aber jetzt natürlich auch durch USA, durch Asien sind wir unter Druck gekommen und jetzt muss das eben nicht vollendet werden, aber flankiert werden, so sehe ich das. Krisen führen dann doch schneller zu Entscheidungen, weil der Druck einfach groß ist. Und ich meine, die deutsch-französische Zusammenarbeit, die damals schon eine große Rolle gespielt hat, hat sich ja jetzt wieder bewährt. Unschön ist, dass Großbritannien im Moment sich abseits stellt, aber ich glaube, die Tür ist nicht zu. Das neue Vertragswerk bleibt ja offen. Und man sieht ja bei der jetzigen Diskussion in London, dass es auch andere Stimmen gibt. Also ich würde London und United Kingdom vermissen, weil in Sachen Marktwirtschaft, offene Märkte, Beziehung zu Amerika, hat England auch immer wichtige Europabeiträge eingebracht. Jetzt gab es noch weitere Kritik, und zwar wird von manchen kritisiert, dass es jetzt tatsächlich keine Privatbeteiligung mehr an diesen Schulden gibt, dass das jetzt ausgeschlossen worden ist und dass der Bankensektor oder die Finanzmärkte immer noch nicht gezähmt seien. Die nächste Krise, die man nicht völlig ausschließen kann, wird das Thema wieder auf die Tagesordnung bringen. Wichtig eben im Bankenbereich ist, dass schon im Vorgriff ja die Banken gezwungen werden, sich sehr viel stärker mit Eigenkapital zu verstärken. Das sieht man ja auch selbst in Baden-Württemberg, LBW, selbst die große Deutsche Bank muss da mehr tun. Das ist aber im Sinne des Sparers. Das ist auch richtig und das wird sich fortsetzen. Die Beteiligung privater wird langfristig ein Thema bleiben. Im Moment war das einfach auch nicht zu regeln. Soweit die BWR1-Nachrichten. Jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt.